Ja, hallo Tag auch. Willkommen zu Alien Barbecue. Heute machen wir eins meiner Lieblingsspeisen. Und ey, guck mal da, ein schickes neues Schneidebrett von Wood Air findet ihr auf Facebook. Sehr empfehlenswert. Genauso wie diese Gewürzmischung. Ich habe die im letzten Video schon benutzt. Im Rezept auf der Webseite findet ihr genaueres. Das da ist ein kleines Stückchen Schweinenacken am Knochen. Ich mache das heute nur für zwei Personen. Dann habe ich hier noch eine Schüssel, ein bisschen Öl und zwei scharfe Messer. Okay, mit dem Schweinenacken fange ich an. Den müssen wir erstmal vom Knochen lösen. Ja, mit dem scharfen Messer schneiden wir unter den Knochen das Fleisch los und ja, das Messer folgt eigentlich nur den Knochen und so kriegen wir das Fleisch relativ schnell ausgelöst. Ich habe das in dem einen oder anderen Video auch schon mal gemacht. Der Vorteil dabei ist ganz einfach, ihr spart einen ein oder anderen Euro, weil sonst macht es für euch der Metzger und das müsst ihr natürlich extra bezahlen. Aber ihr könnt das natürlich auch beim Metzger ausgelöst bestellen. Ich lasse das mal ein bisschen schneller laufen, weil so spektakulär ist das ja eigentlich auch nicht. So, das wäre schon alles ausgelöst. Ist es der Knochen, der geht erstmal ins Tiefkühlfach, weil den brauchen wir irgendwann später mal für Suppen, Soßen oder sonst irgendetwas. Oder einfach für den Hund. Okay, ja, den Fleischblattbatzen, den ich jetzt hier habe, den schneide ich jetzt erstmal in ja, gut 1 cm dicke Scheiben runter und dann zerkleinern wir ihn noch ein bisschen weiter. Ich gebe wieder ein bisschen Gas und los geht's. So, die Scheiben sind geschnitten. Die ersten Gyrostückchen haben wir auch schon. Jetzt nehmen wir uns eine Schale zur Hilfe, weil jetzt nehmen wir die Scheiben und schneiden die auch in kleine Streifen. So 1, 2 cm breit dürfen die sein und dann wandern die in die Schale und werden dann gleich weiterverarbeitet. Und ich gebe mal wieder Gas. So, das hätten wir auch erledigt. Alles schön klein geschnitten, noch ein bisschen auflockern. So ungefähr sollte das dann aussehen. Schöne Gyrostreifen aus dem Schweinenacken. Jetzt mache ich einmal das Brett sauber, weil das sieht jetzt nicht mehr schön aus. Und jetzt kommt die Gewürzmischung. Das ist die Gewürzmischung aus dem Rehrücken-Video, das ich neulich veröffentlicht habe. Ist eine griechisch angehauchte Gewürzmischung. Einfach hervorragend. Ich habe die noch ein bisschen aufgepimpt. Aber wie gesagt, das genaue Rezept dazu findet ihr dann später auf der Webseite. Ihr könnt natürlich Gyros-Gewürz nehmen, welches auch immer ihr wollt. Ein sehr gutes habe ich neulich beim Unterländer-Barbecue gesehen. Die ist wahrscheinlich ein bisschen schärfer als meine. Aber ja, wie gesagt, nehmt, was ihr wollt, nehmt, was ihr mögt. Und von dieser Mischung, nachdem ich das Fleisch schön mit Öl durchgeknetet habe, gebe ich so 4, 5, 6 Esslöffel da rein. Also eigentlich kann es nicht zu viel sein, was da reinkommt, weil es schmeckt einfach. Da sieht man schon, da ist eine ordentliche Menge Gewürz drin. Die Gewürze übrigens beziehe ich vom Achterhof. Solltet ihr mal reinschauen, die haben eine tolle Qualität und einen vernünftigen Preis. So, Gewürz ist drin. Jetzt wird das alles mal ordentlich durchgeknetet, dass auch wirklich ja, an jedem Fleischfetzen, an jedem Fleischstückchen etwas von der Gewürzmischung rankommt. Dann drücke ich das Ganze nochmal schön platt, damit es eine gute Bindung gibt. Und ja, dann kommt da gleich eine Folie drüber. Und das wandert insgesamt für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank zum Marinieren. Ihr könnt das gerne auch länger machen. Ich habe das auch schon mal 2 Tage marinieren lassen. Das wird einfach immer nur besser. So, da sind wir auch schon. Mal wieder mit dem Fleisch und das duftet herrlich. Ich lockere das jetzt noch mal ein bisschen auf, weil wenn das jetzt gleich aufgelockert ist, dann wird es Zeit, endlich mal wieder Feuer zu machen. Wir gehen nach draußen und brutzeln das Ganze im Deckel vom Dutch Oven. So, in meinem allseits bekannten Grillfass habe ich eine Menge Kohlen reingemacht. Ich setze da zusätzlich noch das passende Gussrost oben drauf und darauf platziere ich den Deckel von meinem 14er
Ultimate Dutch Oven. Da drin sind ein paar Esslöffel Öl, richtig heiß gemacht das Ganze. Und jetzt brate ich das Fleisch, die Pfannengyros, portionsweise an. Also im Prinzip in zwei Hälften. Die eine jetzt, die andere kommt später dazu. Und jetzt wird das so lange richtig gebraten, gebrutzelt und geröstet, ja, bis es eine richtig schöne, braune, knusprige Kruste bekommt. Ab und zu mal umrühren und dann ja, wird es immer besser. Boah, das sieht jetzt schon gut aus, aber leider noch meilenweit vom fertigen Produkt entfernt. Also das dauert noch ein Weilchen. Da können wir noch ein bisschen rühren und braten und brutzeln. So, die erste Ladung ist so gut wie fertig. Jetzt ist es Zeit, den Rest vom Fleisch noch dazu zu geben. Das, was ihr da jetzt so angebrutzelt seht, da in der Pfanne oder in dem Deckel, ja, das sind die Gewürze, das ist Fett vom Fleisch, alles Mögliche, was anbrennen kann, brennt da an. Aber keine Sorge, mit der richtigen Patina löst sich das Ganze wieder ab. Es wird hinterher einfach reichen, mit heißem Wasser einmal kurz einzuweichen, auszuwischen und schon ist der Deckel auch wieder einsetzbar. Also keine Panik. Ja, schaut mal, genau da wollen wir hin. So soll es sein. Ah, das sieht super lecker aus. Dann gehe ich mal eben rein, ein Bierchen holen und in der Zeit übernimmt Kid Cajun und rettet das Fleisch vorm Verbrennen. Danke. So, noch einmal schön durch den Bratensaft ziehen, damit auch jeder Geschmack mitgenommen wird. Und dann geht's auf den Teller. Wobei das Tellerbild ist diesmal echt nicht gut geworden. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und ich habe euch was zeigen können, was euch gefällt, weil es schnell, einfach und lecker ist. Wenn dem so ist, denkt an euren Nachbarn, sagt ihm, dass ich gute Videos mache, abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns das nächste Mal. Euer Jelly!